Vieren zum Gruße, Leute. Es geht weiter mit Memoria und wir sollen hier die anderen Leute finden. Ja, und ob wir die finden, ich weiß es noch nicht. Auf jeden Fall sind wir hier quasi auf der Jagd. Deswegen habe ich den Gott jetzt mal genommen, Firun. Und ja, Nori ist eine gute Hilfe. Ich weiß nicht, können wir die vielleicht nochmal losschicken? Nori, ich brauche deine Hilfe. Gruppe ablenken. Ja, das machen wir mal. Kannst du versuchen, den Suchtrupp von dem Mädchen fortzulocken? Hieron, sie lassen sich nicht ablenken. Es sind zu viele. Gut, dann gehen wir mal selber in den Wald. Sie kann ja derweil dann hier bleiben. Und wir gehen jetzt nochmal zum Fluss. Ich glaube, da waren die hier beim Ufer. Gehen wir da nochmal hin. Die waren ja irgendwie, oder wir müssen auf die andere Seite, wo das Ufer ist. Ist nicht das Ufer, da sind wir gerade, sondern hier beim Moor, da waren wir auch noch nicht. Vielleicht sind die da. Baumstamm. Bevor er nicht an beiden Ufern festgebunden ist, ist es viel zu unsicher. Ja, was mache ich dann? Der Boden ist schlammig, wie der Treibsand, von dem Giacomo mal erzählte. Ich gehe besser kein Risiko ein. Auf normalem Wege lässt sich da nichts mehr machen. Es ist in der Mitte gerissen. Haben wir denn irgendwas? Ich weiß auch nicht, können wir das reparieren? Ja, ach, das ist ja easy. Der Baumstamm selbst lässt sich nicht reparieren. Sollst du doch auch gar nicht. Du sollst rübergehen. Es geht ja jetzt. Tiefer ins Moor. Und dann... Oh, da sind wir ja. Hera, komm raus! Du bist gar nicht der Bote. Bei den Zwölfen, wie lange dauert das denn noch? Du siehst unglücklich aus. Unglücklich? Ich bin wütend. Seit wir hier im Moor angekommen sind, warten wir auf weitere Anweisungen. Aber der Bote mit den Befehlen kommt und kommt nicht. Wenn du ihn siehst, schick ihn her. Ist das jetzt dieselbe Stelle, wo Nori war? Nee, oder? Ich dachte nämlich, wir hätten die schon gefunden. Gute Neuigkeiten. Es gibt neue Befehle. Schlechte Neuigkeiten. Ich darf Befehle nur vom Boten entgegennehmen. Schick mir den Boten und vielleicht werde ich endlich glücklich. Shit. Glaubst du, die Tulamiden waren hier? Nein. Sie waren auf keinen Fall hier. Niemand kommt freiwillig hierher. Und wenn, dann sind sie schon lange im Morast versunken. Viel Erfolg noch. Danke. Sehe ich da Verbissenheit oder Unzufriedenheit in seinem Gesicht? Jo, der wartet ja auch auf den Boten und leider sind wir das selber nicht. Irgendwo muss er doch sein. Machen wir immer unser Magic-Ding. Wieder nichts. Weil ich meine, kann ja auch immer sein, dass einer der Leute hier lügt, ne? Also das weiß man ja so auch nicht. Auf jeden Fall sollen wir bestimmt selber der Bote werden, damit wir, damit wir den ganzen Leuten bestimmt Bescheid geben können. Der Boden ist schlammig, wie der Treibsand, von dem Giacomo mal erzählte. Ich gehe besser kein Risiko ein. Mach mal hier dein Magic-Ding. Ich nenne das immer so. Such, Magie. Hier ist er auch nicht. Ja, dann brauchen wir hier gar nicht mehr hin. Geh mal. Da war gerade ein Mund. Geh mal noch... Hä? Wieso war hier gerade ein Mund? Als ich hier hinklickte, war hier gerade... Ganz komisch. Ja, hier ist ja auch keiner gewesen. Jetzt geh einfach mal weg hier. Die Anhöhe hinauf nochmal. Und dann machst du das hier auch nochmal eben. Wieder nichts. Das Ding ist... Dass wir die ja schon, also dass wir auf jeden Fall ja schon irgendwie Glück hatten mit Nori, aber ich weiß selber nicht, wie ich mit Geron da hinkomme. Hallo! Nichts. Die Truppen werden schon wissen, warum sie. Ja. Felswand entlang. Sie ist zu steil. Nee, aber Nori konnte darüber. Was mache ich denn dann bloß? Hier ist er wohl nicht. Sonst hätten sie ihn schon gefunden. Das sieht gut aus. Super, super. Ja, Glück.
Bist du der Bote? Leider. Gerade will ich einfach nur noch schlafen. Boten ablösen, ins Moor schicken, Schriftrolle. Was hat es mit der Schriftrolle auf sich? Das ist eine magische Schriftrolle. Die Magier können sie im Dunkeln glitzern sehen und greifen mich da nicht an. Was steht drauf? Nichts. Wichtig ist nur, was ich selbst zu sagen habe. Alle Befehle müssen erst durch mich durch. Das macht mich zu einem der wichtigsten Männer hier. Aber du bist total müde, oder was? Wenn du so müde bist, dann lass mich doch machen. Das geht nicht. Ich habe mich zu diesem Dienst verpflichtet. Ich bringe ihn auch zu Ende. Und solange nichts Unvorhergesehenes dazwischen kommt, schaffe ich es auch. Mhm. Ins Moor schicken. Warst du schon beim Suchtrupp im Moor? Ich hatte gehofft, es merkt keiner. Das ist so weit ab vom Schuss. Ich dachte, ich kann das Moor auslassen, bis es neue Befehle gibt. Naja, der Gruppenleiter ist ziemlich sauer deswegen. Ja. Ich mache mich ja schon auf den Weg. Ja, ich hätte es ja auch gemacht, aber er will ja nicht. Und das Leuchten geht auf der rechten Seite ab ins Moor. Also ist er jetzt hier, dann können wir jetzt auch ins Moor gehen. Außerdem haben wir das Ding repariert, sodass er da auch überlaufen kann. Dann gehen wir da mal hin und besuchen den anderen wieder. Na, da müsste jetzt dein Bote gekommen sein, Herr Gruppenleiter. Das ist. Na? War der Bote inzwischen hier? Ja, aber es gab nichts Neues. Wir stecken hier immer noch fest. Ich habe ihm gesagt, er kann sich zum Namenlosen scheren und ihn fortgejagt. Viel hat mir das nicht gebracht. Nö. Überhaupt nicht. Na toll. Kann der denn uns dann helfen, irgendwie, dass wir selber das werden? Was ist? Was gibt es Neues? Was Neues? Das hier ist ein Moor. Wir haben alle Tulamiden sind. Alles klar, gut. Viel Erfolg. Danke. Gehe ich jetzt dann zurück zu dem Boten, sodass der sagt, boah, jetzt habe ich echt keinen Bock mehr. Ja, der geht nämlich jetzt wieder zurück. Jetzt ist er hier. Gehen wir da auch hin. Wir folgen dem Leuchten. Weil dann wissen wir, der Bote war hier. Ritter Zornbold. Geron? Hallo? Ist der Bote hier? Er war hier. Vielleicht ist er es noch immer. Anders als die Magier kann ich im Dunkeln nicht sehen. Mhm. Ich suche dann mal weiter. Gehab dich wohl, Geron. Dann mach mal hier deinen Magic Dial. Dann wissen wir es nämlich. Jawohl, da gehen wir dahin. So, hallo, Bote, da bist du ja wieder. Warst du schon im Moor? Ja, ging schneller als ich dachte. Ja, ich habe ja auch die Brücke repariert. Wenn du so müde bist, dann lass mich doch machen. Das geht nicht. Ich habe mich zu diesem Dienst verpflichtet. Ich bringe ihn auch zu Ende. Und solange nichts Unvorhergesehenes dazwischen kommt, schaffe ich es auch. Nichts Unvorhergesehenes? Hätte ich die Brücke... Ich soll die doofe Brücke nämlich wieder, Ich soll die kaputt machen. Dann schlaf mal gut. Ich versuche nicht. Moment mal. Also, wo geht er denn jetzt wieder hin? Ins Waldstück, okay? Ich muss ja hier dann dem immer folgen. Ah, hier bei denen waren wir doch auch noch nicht, ne? Ah, okay. Nuri sagte, Fahis Tochter versteckt sich da oben. Ich kann das allerdings nicht nachprüfen, solange hier unten noch jemand ist und sie töten will. Bitte sprecht mit meiner Leiterin. Sie kann euch besser helfen als ich. Was sagt unser Suchzauber? Ist ja voll spannend hier im Wald. Aha, da ist ein magisches Leuchten. Ich glaube, dann gehe ich da mal hin. Ach, und dann kommt man auch zum Boten. Ja, das ist ja auch einfach. Jetzt geht der Bote aber wieder woanders hin. Wo gehst du denn hin? Zum Felsen? Ja, kann ich ja gleich hingehen. Ich spreche nochmal mit der Gruppenleiterin. Heda! Habt ihr schon etwas gefunden? In diesem Waldstück? Nein. Wir sind auch gerade erst angekommen. Ursprünglich waren wir zwei Gruppen, die Waldstücke nördlich und südlich von hier durchkämmt haben. Aber ohne Erfolg. Vielleicht haben wir hier mehr Glück. Ja, deswegen kapiere ich auch jetzt mehr, dass Nuri versucht hat, die abzulenken. Das war mir erst gar nicht klar.
Ich dachte halt erst, die gehören dazu, die wir suchen, aber die sollen hier weg, weil das Mädel da oben ist. Ich suche den Boten. Er war hier und hat uns aufgetragen, bis auf Weiteres Stellung zu halten. Ist er noch hier? Darüber weiß ich nichts. Ich werde auf jeden Fall gleich mal diese Brücke beim Moor nochmal kaputt machen, weil dann kann er da nämlich nicht hin, weil er das erstmal reparieren muss, bla bla bla. Gut. Viel Erfolg. Und geh nochmal dahin. Der ist jetzt wieder weitergewandert, die Anhöhe hinauf. So, der hat jetzt auch endlich den Boten du gehabt. Du schon wieder. Ja. Wo finde ich den Boten? Vielleicht ist er hier, vielleicht auch nicht. Nur eines ist sicher. Das Ganze geht dich ein Schweinedreck an. Jo. Geh lieber wieder kleine Piepmätzchen fangen und überlass den Rest den echten Männern. Den echten Männern. Ja, Moment. Viel Glück. Ja, hau rein. Wir suchen mal. Nein, ich suche nicht den Boten. Brauche ich gar nicht. Ich gehe wieder in den Wald und mach mal eben die Brücke jetzt kaputt. So, jetzt ist mir das mal egal, was der Bote da macht. Der wandert hier eh die ganze Zeit hin und her. Wir machen das mal wieder kaputt. Nur, dass ich jetzt irgendwie auf der falschen Seite bin, ne? So, gut, dann gehen wir da mal lang. Ich weiß nicht, ob das geht. Macht das Sinn? Machst du das mal, damit ich dem Boten... Hallo? Geron? Wieder nichts. Ach so. Das war jetzt eine doofe Idee. Ich muss das mal eben reparieren. Wieder? Nein. Nein. Nein, nein, nein. Nein. Hier ist er auch nicht. Nee, natürlich nicht. So, reparier mal. Geh rüber. Und mach es kaputt. Sehr gut. Jetzt gehst du in den Wald. Und dann suchen wir den nochmal und sagen dem, dass er nämlich ins Moor gehen soll, was er dann nämlich nicht kann. Der müsste jetzt hier irgendwo sein. Da ist er, da hinten. Hallo, Bote. Noch wach? Geht so. So. Der Gruppenleiter im Moor hat wieder nach dir gefragt. Na gut, von mir aus. So schlimm ist der Weg dorthin zum Glück ja doch nicht. Aber doch schon, ne? Wirst schon sehen. Na, kommst du rüber? Oh, hab ich dir den Weg verbaut. Na, dann schlaf mal gut. So, was mache ich jetzt? Na, dann schlaf mal gut. Ja, aber wie kriege ich denn jetzt seine Sachen? Ich hab doch seine Sachen nicht. Ich bin hier, um sie von ihrer Suche abzuhalten, nicht um sie auszurüsten. Wo ist denn jetzt seine... Ach, da ist die Schriftrolle. Aber hatte er nicht auch eine Fackel, die ich hier nehmen soll oder so? Nee, ich glaube, die Schriftrolle reicht. Es ist verzaubert, sodass die Magier nun glauben, ich sei der Bote. Das ist klasse. Dann gehe ich nämlich jetzt mal weg und gehe hier in das Waldstück, wo ich hin will wegen dem Baum, wegen dem Kind. So, komm mal her hier. Heda! So, Befehle weiterleiten. Es gibt neue Befehle. Junge, ist dieser Mann der Bote? Er trägt zumindest das Zeichen des Boten. Das soll mir reichen. Was sind die Befehle? Eure Gruppe soll die Suche in diesem Waldstück abbrechen und weiterziehen. Den Fluss entlang? Da kommen wir gerade her. Aber nun gut. Befehl ist Befehl. Ich werde allerdings nicht das gesamte Waldstück aufgeben. Junge, du bleibst hier. Schrei, wenn du etwas Verdächtiges siehst. Zu Befehl, Herrin. Das heißt, einer ist noch da. Oh, sehr schön. Die gehen jetzt zum Fluss. Dann ist der Baum schon mal frei. Eine wäre ich schon mal los. Und ich glaube, ihn werden wir los mit Nuri bestimmen. Musst du alleine Stellung halten? Ja, aber ich habe keine Angst. Meine Gruppe ist nicht weit. Ich muss nur rufen und sie sind hier. Na dann. Du bist jetzt allein. Bist du sicher, dass deine Gruppe deine Schreie hört? Ja, ich habe nichts zu befürchten. Ich weiß, dass ich mich auf meine Kameraden verlassen kann. Wenn du meinst.
Okay, ich glaube, das... Viel Erfolg noch. Ruhm und Ehre, dem Königshaus Andergast. Jawohl, Ruhm und Ehre. So, und jetzt gehst du nochmal zurück zu Nuri. Und die soll jetzt nochmal helfen. Jetzt ist nämlich nur noch einer da. Das ist so mein Plan. Nuri, ich brauche deine Hilfe. Grob ablenken. Kannst du versuchen, den Suchtrupp von dem Mädchen fortzulocken? Das wird bestimmt klappen. Es ist nämlich nur noch einer. Huhu, hier bin ich! Was? Wer ist dort? Hey, hier ist jemand! Komm schnell! Beeil dich mal, ich bin gleich weg! Hey, wo bleibt ihr? Warte nur, dich schnapp ich mir! Beeil dich mal! Los, mach schon! Es hat geklappt! Er ist jetzt weg! Gut gemacht! Ja, hast du gut gemacht, aber Nuri, du bist ganz schön vergesslich geworden. Ich brauche deine Hilfe. Wir müssen uns beeilen. Du wirst immer mehr zu einem Raben. Du hast sogar fast schon vergessen, wo wir hier sind. Das stimmt doch gar nicht. Da hinten ist meine Höhle. Hier wohne ich. Du wohnst hier schon seit letztem Herbst nicht mehr. Nicht? Nein, du wohnst bei mir in der Stadt. Stimmt, ich erinnere mich. Das ist nicht gut. Such weiter und viel Glück. Dir auch. Okay. Aber immerhin angesprochen. Ich wollte das jetzt nicht angesprochen haben. Und jetzt ist das Stück frei und wir können nicht mit dem Baum sprechen, aber vielleicht mit dem, der auf dem Baum sitzt. Du kannst runterkommen. Sie sind weg. Wo ist Papa? Das wollte ich dich gerade fragen. Er ist am Wasserfall. Du hast ja wirklich einen sprechenden Raben. Ich habe Fahi gefunden und zum Wasserfall geschickt, wie du es wolltest. Zwischen hier und dort sind sehr viele Menschen. Ich werde versuchen, eine Schneise zu schlagen und das Mädchen durchzuschmuggeln. Vielleicht kann Breda mir dabei helfen. Beeil dich! Diese Jäger machen einen klügeren Eindruck als du. Okay, sehr gut. Nix drin in der doofen Truhe. Was mit der Lampe? Ah, ich kann die Lampe endlich nehmen. Die ist bestimmt wichtig. Die könnte mir im dunklen Wald noch nützlich sein. Ja. Man muss alles mitnehmen. So, die Truppen haben nun lange genug gewartet. Deine Strategie hat uns nur Zeit gekostet. Ich gebe dir noch eine letzte Gelegenheit. Wie sieht unser weiteres Vorgehen aus? Du schon wieder. Langsam wird es lästig. Verschwinde. Wartet. Vielleicht hat er etwas Wichtiges zu sagen. Dieser Mann schleicht seit Tagen um dich herum. Dir ist wohl nicht bewusst, dass du noch andere Vorzüge hast als dein strategisches Geschick. Ich will dich nie wieder in der Nähe meiner Nachfolgerin sehen. Hast du verstanden? Ich... Raus! Und nun zurück zu unserem Problem. Enttäusche mich bitte nicht. Das ist die Gelegenheit. Breda muss die Truppen bewegen, damit der Weg zum Wasserfall frei wird. Aber wie sage ich ihr das, ohne dass er es mitbekommt? Vielleicht mit Nuri oder so? Zeltwand, ah. Ja, da irgendwie hinten zuflüstern oder so? Sie ist so, wie ich sie vor 2 Tagen zurückgelassen habe. Die Rückseite des Zeltes ist dunkler als vorne. Können wir das auch aufschlitzen, so wie damals? Ich mache nur einen kleinen Riss. Das kann nicht dein Ernst sein. Das entspricht nicht der hohen Kunst der Strategie, wie ich sie dich gelehrt habe. Wenn ich es nicht besser wüsste, müsste ich glauben, du hieltest uns absichtlich auf. Aber was ist, wenn sie wirklich einen Dämon beschworen haben? Dämonen sind chaotische Wesen. Sie handeln nicht nach unseren Regeln. Wir müssen auf alles vorbereitet sein. Nun gut. Aber sei dir bewusst, du wandelst auf einem sehr schmalen Grat. Ich habe dir die Befehlsgewalt aus purem Vertrauen in deine Fähigkeiten übertragen. Ich kann sie dir jederzeit wieder wegnehmen. Die Zukunft unseres Königreichs steht auf dem Spiel. Als ob dieses stinkende Loch je eine Zukunft hatte. Dies ist deine letzte Chance. Wie lautet dein nächster Befehl? Ich muss ihr irgendwie ein Zeichen geben. Ein Zeichen geben, ein Zeichen geben, ein Zeichen geben. Ja. Spanne den Bogen ja nicht zu weit. Die Lampe?
Ich könnte ihr ins Gesicht leuchten. Sie würde mich dann bemerken. Aber der Kerl würde es auch sehen. Und damit wäre niemandem geholfen. Ja, Moment mal. Hier, was, Was ist nun? Reparieren. Reparieren. Das ist zu... Was soll ich denn dann machen? Ich kann nichts... Ich höre. Es ist verzaubert. Mir fällt dazu... Oh, wie können wir ihr denn ein Zeichen geben? Irgendwas reparieren halt. Ist hier nix? Warte. Vielleicht können wir das hier... Nichts passiert. Offenbar ist es weder zerbrechlich noch kaputt. Eine Karte des Waldes und die Aufstellung der Suchgruppen. Noch scheint kein weiteres Vorgehen entschieden zu sein. Gut. Aber ich... Ich komme nicht... Er scheint viel von Breda zu halten. Sonst würde er ihr nicht die Befehlsgewalt überlassen. Können wir mit Nuris Kette was machen? Ich glaube aber nicht, oder? Bei mir ist mein Kram. Wozu? Gibt es hier irgendwas anderes in dem Raum, damit wir ihren Blick darauf... Mit der Lampe? Ah, die Lampe. Die Situation ist folgende. Wir haben keinen Überblick über die nördlichen Wälder. Gleichzeitig dürfen wir uns nicht zu weit von der Stadt entfernen und deren Schutz gefährden. Ich bin dafür, einzelne Spähtrupps vorzuschicken. Andraus Gruppe soll aus der Region nördlich der Steine abrücken und Richtung Steineichenwald aufbrechen. Das würde eine Schneise in unsere Aufstellung schlagen. Man könnte sich leichter an uns vorbeischleichen. Aber die Stadt wäre gesichert. Es herrscht viel Angst und Wut in den Truppen. Wir dürfen nicht kopflos unsere Sicherheit aufs Spiel setzen. Gut. Ich werde den Befehl geben. Aber wenn ich merke, dass das ein gezielter Verwirrungsversuch war, dann gnaden dir die Götter. Wir sprechen dann von Hochverrat. Ich möchte deinen Kopf nicht unter einem Beil wiedersehen. Keine Sorge. So weit wird es nicht kommen. Geschafft. Geron, warte! Es tut mir leid, dass ich dir so viel Ärger bereite. Ach, Unsinn. Wir haben ein Problem. Ein zweiter Suchtrupp soll Richtung Wasserfall aufbrechen. Ich soll ihn leiten. Verdammt! Fahi ist dort! Ja. Ich werde versuchen, sie vom Weg abzubringen. Aber das wird nicht leicht. Haltet euch ruhig. Ich kümmere mich um den Rest. Nicht ganz so spannend wie in der gorischen Wüste, aber immerhin. Wir sehen uns. Ich hoffe, sie weiß, was sie tut. Ich muss sagen, Giacomo hat nicht zu viel versprochen. Du bist ein wahrer Held, Geron. Ich stehe tief in deiner Schuld. Freu dich nicht zu früh. Noch ist Bredas Suchtrupp in der Nähe. Wir müssen vorsichtig sein. Wenn die Nacht rum ist, werden wir Andergast verlassen. Viel zu kaltes Wetter. Und die Leute haben keine Ahnung von Gastfreundschaft. Aber was ist mit unserem Abkommen? Das ist geplatzt. Was? Ich meine damit, du musst das Rätsel nicht mehr lösen. Du hast meine Tochter gerettet. Das ist mehr, als ich jemals von dir verlangt habe. Heißt das, du wirst Nuri zurückverwandeln? Ja, das heißt, nein. Nicht ich werde es tun, sondern er. Oh nein. Keine Angst. Er ist ein Freund. Salam, Geron. Ich denke, die Zeit des Versteckspielens ist nun rum. Oha. Die Frage, wer er ist. Und ich denke es mir anhand seiner Stimme, und ich kann mir vorstellen, ihr bestimmt auch, aber was da jetzt hintersteckt, das erfahren wir im nächsten Part von Memoria. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.